Sie sind hier, 18. September 2018, 17.51 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Dortmund und Schalke starten sieglos in die UEFA Youth League 2018, 19. Urheberrecht Getty Images München. Die U19 des FC Schalke 04 muss sich beim Youth League Auftakt deutlich geschlagen geben. Auch Borussia Dortmunds Junioren können nicht gewinnen. Borussia Dortmund zu 1-9-Mannschaft hat es verpasst, erfolgreich in die neue Saison der UEFA Youth League zu starten. Das Team von Benjamin Hoffmann trennte sich am Dienstagnachmittag mit einem 1:1-Unentschieden von der U19 des FC Brügge. Der BVB war nach 26 Minuten durch Stürmer Imre Aydınel in Führung gegangen, kassierte nach rund einer Stunde aber den Gegentreffer zum Endstand 62. Deutliche Niederlage für Schalke. Die Junioren des FC Schalke 04 mussten unterdessen sogar eine 0:3-Niederlage gegen den FC Porto hinnehmen. Nach rund einer halben Stunde fiel das 0:1, 32. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Portugiesen mit Toren in der 57. und 74. Minute und machten damit alles klar. Dortmund bekommt es in Gruppe A noch mit Atletico Madrid und Monaco zu tun. Schalke erwartet, abgesehen von Porto, Lokomotive Moskau und Galatasaray, lesen Sie auch: Das große CL Power Ranking Brügge versus BVB, die Schlüsselduelle. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr